Moin Moin, privat, meine Genossen. Ich bin der Russian Wolf. Willkommen zurück zu Let's Play Gran Turismo 6. So, heute fahren wir natürlich wieder ein paar weitere Rennen, aber diesmal nicht mehr NASCAR. Denn heute fahren wir mal wieder ein paar Saisonsveranstaltungen. Und zwar das hier. Im Midfield Raceway. Und wenn wir hier Gold gewinnen, bekommen wir einen Musselago EP640 Chrome Line. Sehr, sehr nice. Wir fahren mit unserer Honda NSX. Die habe ich schon hier für das Event aufgebaut. Oder runtergegradet, sage ich mal. Wir hatten die ja schon ein bisschen höher getuned, über 500. Aber naja, auf geht's. Ich wundern, wenn ich heute vielleicht ein bisschen weniger rede. Ich habe irgendwie was im Hals stecken und es ist nicht sehr nice. So, da haben wir alles eingestellt. Auch hier eigentlich alles. Und auf geht's. Das Fahrerfeld ist nicht so gerade. Ja. Schwierig, sage ich mal. Aber mal gucken. Mal gucken, ob wir hier alle in den vier Runden überholen können. Mit unserer MSX. Yeah. So, auf geht's. Schon mal der erste. Warum haben wir denn die Lichter? Wie sieht mal Licht aus? Dass es unterschalten geht. Egal. Das Licht macht uns ja nicht langsamer hier. Das ist ja auch scheißegal, ob wir das Licht da jetzt anhaben oder nicht. So gut. Das heißt, unsere scheiß Acura, die wir als erstes hatten. Okay, das war die erste Runde. Wir haben die Hälfte des Fahrerfeldes überholt. Das ist noch die andere Hälfte. Dann ist schon unser Murcielago sicher. Das Auto. Einer der geilsten Hondas, die je gebaut wurden. Ich finde das richtig schade, dass die alten geilen Modelle nicht mehr weitergebaut werden. Das ist so schade. Dann kommen neue Modelle, die richtig scheiße sind und den Namen dieser geilen Autos im Dreck ziehen. Und wir sind erster. Jetzt haben wir noch zwei Runden freie Fahrt. Sehr, sehr nice. Und wir das, wenn wir fertig haben, können wir direkt die nächste Saisonsveranstaltung fahren. Glaube ich, noch schneller nehmen. Ja.
Jawohl. Das Auto fährt sich so göttlich, Mann. Wie Christian es sagen wollte, der überhaupt keine Ahnung von Autos hat. Hat auch gedacht, dass Turbos in Deutschland illegal wären. So, eine Runde noch, dann haben wir das Rennen durch diese schöne Strecke, die gefällt mir richtig gut. Raus. Okay. Wow, okay, da habe ich ein bisschen. Okay, oder nicht? Ein bisschen zu schnell in die Kurve rein. Ich dachte, ich könnte die Kurve ja im fünften Gang nehmen. Und dann noch später unterweise warten. Gut, dann haben wir das erste Rennen gewonnen. Und kriegen noch gut Geld aufs Konto und ein neues Auto. Yeah. I like it. Vor allem das Auto hier. Wieder ein bisschen laufen lassen hier fürs Thumbnail und hier ein paar gute Bilder kriege. Okay. So. Dann gib uns die Money. Jawohl. Nice. Ein Lamborghini Murciélago steht jetzt in unserer Garage. Das ist sehr, sehr nice. Habe schon zwei Autos durch die Saisonsveranstaltung bekommen. Da ist er. Mit Chrom-Rallye-Streifen. Ist auch okay. Nicht mein Ziel, aber ist okay. Okay, da würde ich jetzt aber auch das Einzelendrohr vorzugen, anstatt so ein zweigeteiltes, aber naja. Geschenkten Gaul schaut man nichts mal. What up, Baltimore? C Double. Freestyle Friday Nummer 13. So, dann gucken wir uns den mal kurz an. Wo wir das nächste Rennen machen. Und da ist er. 478 kW. 670 Newtonmeter, wenn man es aufrunden würde. Allradantrieb, Saugmotor. Wow, wie war? Mal gucken, ob wir an dem Wagen was machen können. Eigentlich ja schon, das ist ja kein Anniversary-Auto. Der hat sogar zwei Bodykits, das ist nice. Aha. Aha. Vielleicht längere Frontlippe oder direkt so ein Rennsplitter. Spoiler haben wir hier so ein paar, ja. Okay, der sieht mal richtig scheiße aus. Die waren das irgendwie auch nicht gerade besser. Na gut. Lassen wir den mal so, wie der ist. Und machen mit dem nächsten Rennen weiter. Und zwar war das... Wollte ich Daytona fahren? Ich glaube, ich wollte noch Daytona hier fahren. Da kriegen wir zwar nur... Ja, kurz, hier sehen Test-Prototype, aber...
Auto ist Auto, könnten wir vielleicht gebrauchen. Sonst wäre hier noch Nürburgring eine Runde hier fahren für ein F1 Stealth Model. Das ist mir ein bisschen zu viel, ja. Obwohl, das ist eigentlich auch nur Dingsrennen fahren, ne? Nur gegen andere. Dann könnten, aber das sind Rennautos, ne? Das könnte ein bisschen schwieriger werden, vielleicht nächstes Mal. Fahren erstmal hier Daytona. Und zwar wollte ich eigentlich mit unserer Civic fahren. Mit unserer 97er Civic. Leistung 450 dürfen wir nur haben. dann. Oh mein Gott. 55, 9, ja, das passt. So, dann können wir mit dem Wagen hier fahren. Haben wir Sportrad schon drauf? Ja. Alles klar, auf geht's. Ab nach Daytona. Erstmal Ovalrennen fahren mit einer Civic. Eine Civic ist eigentlich für Rundenkursstrecke gedacht, für Bergrennen. Nein, nicht wirklich, ich meine nicht, aber. Nicht für Ovalrennen. Okay, Skyline, R32, NSX, AX7C, okay. Wir fahren ja nur Dings Japaner mit. Okay, nicht nur, aber hauptsächlich Japaner. Okay. Auf geht's. Mein Gott. Wir sind jetzt auch schon wieder, oder was? Okay, auf geht's. VTEC, yo. Ja, hier hätten wir vielleicht unser Getriebe ein bisschen länger übersetzen sollen. Wenn wir ein bisschen mehr Topspeed haben könnten. Momentan. Okay, wir hätten das doch lieber machen sollen. Hey, gleich sind wir im Begrenzer. Ich schaffe nicht mehr als 255. Das hört sich gar nicht gesund an für den Motor. Das sind aber auch nur drei Runden hier. Wow! Idiot in GTO. Nee, FTO war das. Hallo Silvia. Hallo Wand. Okay, wir sind Vierter. Okay, dann brauchen wir das. Lieber überhaupt nicht hier zu übersetzen, länger zu übersetzen. Aber das hört sich überhaupt nicht gesund an, ey. Sieht an, als würde der Motor gleich in die Luft fliegen. Und die kommt durch die Motor beschießen oder irgendwas. Das ist ja 32 Skyline. Und die NSX ist gleich auch überholt. Ja, wir haben ein bisschen mehr Topspeed. Ja, wohl nicht. Aber wir haben in den Kurven den Vorteil. Da ist die KI definitiv langsamer. Also den Forza. Wenn du da, den Forza 5, wenn du da Ovalrennen fährst, ne, da fahren die Deutare mit ihren Daytona F1-Kisten. Der ist aber im dritten Gang hier durch die Kurven. Du selbst nimmst die Flat Out im dritten Gang mit über 350, im sechsten Gang mit über 350 Sachen, ey. Da fährst du hin rein und die fliegen hoch in die Luft. Okay, damit haben wir es dann ja auch locker easy gewonnen und haben ein weiteres Auto in der Garage. Nice.
Sehr, sehr nice. Brauche ich nicht die Wiederholung anzugucken. Es gibt nochmal gut Geld aufs Konto und eine C7. Eine zweite. Wir haben ja schon eine in der Garage stehen. Und da ist sie. Ja, wie man es von diesen Prototypen kennt. Der ganzen Abklebung, damit man den Wagen nicht erkennen kann. Aber da sieht eigentlich nicht so schlecht aus. Ist auch cool, dass man solche Autos hier auch drin hat. Gut. 4 Minuten hätten wir jetzt noch Zeit, irgendwas zu machen. Ich glaube, hier aber es lohnt sich ja nicht wirklich, was zu machen. Und dann vielleicht ein Auto aus Spaß hier aufbauen, aber keine Ahnung. Wie viel ändert sich... Oder Unterschied gibt es denn zu unserer C7? Die ist, glaube ich, ein bisschen höher hier. Geht hier sind. Hä? Aber komme ich ja auch nicht klar mit diesem Menü. Pyrus, Scirocco. Ach, da ist sie. 85, ja, das ist schon ein großer Unterschied. Okay. Kann man eigentlich an der was machen? Würde mich mal interessieren. Ja, ich denke mal eher nicht. Das ist ja ein Prototyp, ne? Ja, klar. Ja, was machen wir denn jetzt noch? Ich habe keine Idee. Kann ich irgendwie mit dem Lamborghini hier irgendwo mitfahren? Mal gucken wir in den Saisonsveranstaltungen. Mit ein paar Rennen, die wir noch übrig haben. Wie sieht das aussieht, nicht. Ja, wo ich hier Zeit renne, aber ist ja schon abgelaufen. Auf der Strecke mit dem Wagen. Was kriegen wir hier überhaupt? Nur eine Lackfarbe, okay, da brauche ich dich mitzumachen. Ja, noch Driftrennen. Da kriegen wir aber nur eine Lackfarbe, wo ich könnte ja eigentlich mitmachen. Wie viel geht denn da? Egal, oder? Wie es aussieht. Dann könnten wir mit unserer Drift-Silvia hier mitfahren. Obwohl, da sind wir schon gefahren, oder? Ja, klar. Idiot. Sein Genius. Na gut, eigentlich. Was hat jetzt hier alles? Ich wechsle nochmal kurz auf ein Auto hier. Ja, komm, bleiben wir mit der C7 Testprototype. Eigentlich ganz cool, dass man solche Autos hier auch drin hat. Gut. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Gran Turismo 6. Das war Daniel.